Am 3.12. führte mich mein Weg zu Sven Wegewitz ins Training im Bujinkan-Dojo Holzweißig im Rahmen meiner Nimpo-Ralf-Dojo-Tour. Und dieser Dojo-Besuch ist der letzte Tourtermin für 2018. Und wie es hier im Training gewesen ist und was ich für einen Eindruck hatte, erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Dirk von Nimpo-Ralf und wünsche euch viel Spaß.
So, wie bereits erwähnt, am 3.12. war mein Dojo-Besuch in Holzweißig und hier habe ich die Trainingseinheit für Bujinkan Budo besucht. Im Anschluss nahm ich auch noch am Batojutsu-Training teil. Hier in diesem Video soll oder hier in diesem Fazit geht es aber nur um das Bujinkan-Training und für das Batojutsu habe ich auch keine Aufnahmen gemacht. Was gibt es zum Dojo als erstes zu sagen? Die Gruppe wird geleitet von Sven Wegewitz, den Namen erwähnte ich bereits zu Beginn, und von Daniela Dubiel. Die Gruppe ist einem Verein angeschlossen, einem Holzweißiger Sportverein, und trainiert dort auf dem Gelände in einer alten Ringerhalle, die natürlich jetzt über nicht mehr diese alten Ringermatten verfügt, sondern moderne Matten. Das Objekt, wo das Training stattfindet, ist auf dem Gelände eigentlich sehr leicht zu finden. Man kommt zum Tor rein, läuft 50, 60 Meter gerade zu und kann es einfach nicht verfehlen. Also man läuft genau drauf zu. Vor dem Objekt befindet sich ein großer kostenfreier Parkplatz, ein großer Pluspunkt, finde ich. Da diejenigen, die dort aus dem Ort kommen und dort trainieren, können sicher zu Fuß oder mit dem Fahrrad dahin fahren. Aber für solche wie mich, die ortsfremd sind und von auswärts kommen und sich dort nicht erst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und den Anbindungen auseinandersetzen wollen, ist also die Anfahrt mit dem PKW optimal, wenn man dort auch direkt davor parken kann. Ich erinnere nur an Hamburg, wo ich mit dem Fahrzeug, ja, weiß nicht wie viele Straßen weiter weggestanden habe und gefühlt mit meinem Trainingskram ja, durch den halben Ort gelaufen bin. Den etwa 70 Mitgliedern stehen im Dojo ca. 88 Quadratmeter plus minus ein paar Quadratmeter Mattenfläche zur Verfügung. Und unter den Mitgliedern befinden sich ca. 40 Kinder und Jugendliche mit eigenen Trainingszeiten. Das Dojo selbst ist relativ hoch, man kann ja also bequem auch mit Langwaffen trainieren. Das ist sicherlich dann auch auf dem Außengelände möglich, aber das Dojo selbst bietet für Training mit Langwaffen genügend Platz und Ausdehnung. Was habe ich noch im Dojo gesehen? Im Dojo gab es ferner noch eine Sprossenwand auf der einen Seite, nur ein Feld. Ich denke mal, das wird dann so für Kreiseltraining verwendet. Auf der anderen Seite befand sich eine Aufhängung mit Sandsack, die kann man auch im Video sehen. Und was man, glaube ich, nicht sehen kann, ist noch eine kurze Kletterstrecke mit ein paar Griffen. Das ist jetzt keine Möglichkeit, wo man jetzt grundsätzlich Klettertraining in der Gruppe trainieren kann, sondern das sind tatsächlich nur ein paar Griffe, so was man, denke ich, auch in dem Kreiseltraining einbauen kann. Oder wenn man so ein Individualtraining hat. Sven habe ich im Training als offenen Menschen kennengelernt, mit detailliertem Wissen zu dem, was er im Training vermittelt hat, vermitteln wollte. Und er hat auch im Training versucht, die Techniken aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Der Schwerpunkt im Training, ich wollte zwar thematisch jetzt nicht nochmal drauf eingehen, da ich mich da in meinem begleitenden Artikel auf der Website ein bisschen weiter gefasst habe, muss aber jetzt doch noch ein bisschen was dazu erzählen. Also thematisch lag der Schwerpunkt im Training darauf, dass der Kontrahent A nach Möglichkeit an so vielen Punkten wie möglich kontrolliert wird. B, dass die Kontrolle ohne Kraft passiert, das heißt, dass ich den Kontrahenten in eine für ihn ungünstige Position steuere, ohne dass ich ihn bewusst mit Kraft in diese Position bringen muss, also durch Druck am Ellenbogen, durch Druck an der Schulter etc. Ich übe zwar Druck aus, aber halt alles nur durch meine Körperbewegung, durch Kamai-Wechsel, durch meinen Taijutsu, ohne dass ich also bewusst massiv Kraft benötige, um den Gegner in diese Richtung zu steuern, wie ich ihn brauche. Und drittens, bei dieser ganzen Aktion sollte der Angreifer zu keiner Zeit zu einer Schutzhandlung
ja, wie soll ich sagen, veranlasst werden, genau. Das heißt also, jeder Mensch oder jede Person hat ja irgendwo einen bestimmten Schutzreflex, wenn man angegriffen wird. Entweder gehen die Arme hoch oder man macht einen Schritt zurück oder weicht aus. Und genau das, dieser Schutzreflex, sollte beim Angreifer nicht ausgelöst werden. Und das funktioniert halt nur, wenn man also das alles ohne Kraft macht, ne? Und genau darum ging es im Training, bei diesen Techniken, die wir gemacht haben. Und das musste man natürlich auf den Punkt trainieren und langsam trainieren, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wann ist die Kontrolle noch da, wann ist die Kontrolle weg, wie muss ich den Angreifer steuern, dass er das nicht spürt, beziehungsweise dass ich genau das erreiche, was ich will. Und wenn ihr euch unter diesem Aspekt das Video nochmal anschaut, werdet ihr auch sehen, dass also alle Teilnehmer in dieser Trainingseinheit sehr konzentriert und langsam versuchen, eben genau diesen Punkt oder diese Punkte halt zu spüren und umzusetzen, die Sven halt erklärt hat. Das Training in dieser Gruppe habe ich persönlich als sehr angenehm empfunden und man hatte halt auch so das Gefühl, dass sich die Mitglieder, es gab öfters mal einen Partnerwechsel und ich habe mit circa 5 verschiedenen Teilnehmern trainiert, dass die Mitglieder sich untereinander auch unterstützen und helfen, quasi das Gezeigte optimal zu verstehen und optimal umzusetzen. Es gab also kein so ein Gegeneinander, sondern das war alles ein Miteinander. Fand ich super. Schwer beeindruckt war ich allerdings von Siegfried. Siegfried ist so das Urgestein in dem Dojo. Und wie er erzählt, ist er halt schon seit 10 Jahren dabei beim Training. Und jetzt muss man halt noch dazu wissen, Siegfried ist 76 Jahre alt und ja, damit das älteste Mitglied im Dojo. Von meiner Seite hierfür auf jeden Fall beide Daumen hoch, ein ganz lieber Gruß und Siegfried an dieser Stelle einfach weiter so tolle Leistung, finde ich super. Im Dojo ist Kindertraining möglich, erwähnt ich glaube schon. Und wenn ihr euren Nachwuchs, also eine traditionelle Kampfkunst, eine traditionelle japanische Kampfkunst trainieren lassen wollt, dann seid ihr in diesem Dojo ja genau richtig. Wer sich für dieses Training interessiert, das Dojo bietet Schnuppertrainings bzw. Probetrainings an, habe ich die Kontaktdaten und die Trainingszeiten in meiner Dojo-Liste hinterlegt und einen Link hierfür findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Dazu findet ihr einen weiteren Link, nämlich den zu dem obligatorischen begleitenden Artikel zu diesem Dojo-Besuch mit dem unter anderem auch mit dem Interview mit Sven und mit Daniela und weiterführende Informationen zu meinem Besuch in diesem Dojo. Also einfach unten in die Videobeschreibung schauen, dort sind beide Sachen verlinkt. Was ich noch erwähnen möchte ist, das war ganz interessant zu sehen, nämlich während meines Besuchs fand gerade eine Schnupperstunde statt. Da war also ein Neuer im Training und er hat gerade aktuell während meines Dojo-Besuchs auch seine erste Schnupperstunde absolviert. Damit bin ich am Ende meines Videos und auch am Ende meiner Dojo-Tour für 2018. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Holzweißiger Training geben und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, da es ja jetzt der letzte Dojo-Besuch gewesen ist, welchen Dojo-Besuch ihr am interessantesten gefunden habt und wie ihr die Dojo-Tour an sich fandet. Ich bin gespannt. Gut, damit verabschiede ich mich und sage Tschüss, euer Dirk vom Nipo Ralf.